Es hat geklingelt, wer ist denn da? Oh, die Bäckersfrau. Guten Morgen. Hallo, da bist du mit dem Gauzer Hut. Oh, cool. Das bin, bist du mit dem Gauzer Hut. Ich bin du. Das ist mir reif. Oh, das ist eine Anne. Ja, Luna? Hey, Luna? Oh, das ist ich, glaube ich. Ja, ist was. Oh, ich hab das gerade. Ah, Anne, komm mal. Ah. 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 Ich bin das. Ist das Kinder, die sich da vermuten? Mhm. Papa! Papa! Da, das ist der Tisch. Papa, komm! Auch Hühnchen, oder? Nein. Fleisch willst du? Hm? Fertig Kuchen. In der Kita. Hm. Guck mal jetzt. Ist doch schön, oder? Hm. So, heute ist der 24.01. Skadi hat Geburtstag. Was mir ein bisschen leid tut für sie. Mir ein bisschen leid tut für sie, ist, dass wir alle krank sind. Aber wir machen das Beste da draus. Es ist jetzt 4:30 Uhr morgens. Machen wir den Geburtstagstisch, machen wir jetzt. Das nächste Problem ist, dass Skadi dauernd wach wird, weil die so aufgeregt ist. Na, mal gucken, das wird schon was wert. Habt ihr erst das mal angeguckt? Aber das kenne ich. Na, kommt mal. Happy Birthday. Fliegen lassen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Skadi. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch! Was pussen! Nochmal! Yeah. Wow! Nein! Ja, willst du das auspacken? Ja. Mama, kannst du das abstellen? Willst du es aufmachen? Nein. Oh, was ist das? Hier ist dein Eis. Lecker, Eis. Meets me. Du bist meine Katze. Nee, du nützt. Ist sie das wirklich oder verschluckt sie das? Ja. Ich will mir das mal angucken. Nee. Du musst damit umrühren. Ja, muss ich. Aber ich kann mir das so ausholen.
Papa, wieso noch eins? Da? Oh, das ist ja alle. Mama, warum geht das nicht zu? Teddy, los, habe ich Teddy, los. Ich kann die Papa nicht zu gehen. Ich hab Hunger. Ja, wir essen jetzt Kuchen. Mama, Kuchen gebacken. Stirbt. Scheiße. 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 Nimmt dann den Korb, ne? Nimm da, Süße. Die Mizi sieht ganz ängstlich im Korb. Sie weiß nicht, wo wir hingehen. Dabei geht er die Süße an. Weißt du, was ich mit Mizi mache? Mizi wird jetzt beerdigt vom Tierarzt aus. Wie machen das? Was denn? Waren sie mit ihr? Beerdigen. Irgendwo auf dem Tierfriedhof. Da war ich der mit Katzen. Da kommen alle Tiere. Tiere dürfen nicht einfach so irgendwo begraben werden. Genauso wie der Mensch. Die müssen auf dem Tierfriedhof. Auf keinen Fall bei den Katzenfriedhof. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so schnell Krebs hat. Das war so groß. Hast du das gemerkt? Tja, die Katze ist tot. Tja, 15 Jahre. Die war aber so frech zu mir. Die hat mich immer gebissen. Die hat mich angesprungen. Das hat die ja schon ewig nicht mehr gefallen. Mir aufgelauert. Oder
im Schlaf gebissen oder morgens so genervt, weil sie was für Essen haben wollte. Das will ich nicht, das ging nicht mehr. Sonst ist sie ja noch so rumgesprungen. Wenig, aber ist schon. Das hat sich bestimmt da in deiner Kiste versteckt. Das ist gut. Über wen redet ihr? Über die Katze. Über Mixi! Ja. Ey, nie wieder ein Haustier. Ich kann sowas kann ich überhaupt nicht ab. Nein. Wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen. Wenn es was Interessantes zu berichten gibt, dann melde ich mich. Wir müssen uns erstmal, glaube ich, auskurieren ein bisschen. Und dann melden wir uns. Also macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.